Und da sagen wir Glück auf und herzlich willkommen zur Pressekonferenz beim FC Erzgebirge Aue. Das Ganze an diesem Dienstag am 11. Oktober. Wir schauen gleich auf das Spiel am Freitagabend, 19 Uhr gegen den Halleschen FC. Es ist Derbyzeit, doch bevor wir zum Spiel und zum Ausblick auf das Spiel kommen, zuerst das Wort an unseren sportlichen Leiter, an Matthias Heidrich, denn es gibt auch personalmäßig was zu verkünden. Matthias, bitteschön. Ja, Peter, vielen Dank. Vielleicht steige ich mal so ein, dass ich einen kurzen Rückschau nochmal gebe zu der Zeit, wo ich begonnen habe. Ich glaube, so in den kühnsten Träumen und das, was wir uns erhofft haben, ist ein Stück weit schon eingetreten. Wir haben ein bisschen den Abstand verkürzen können. Wir haben es geschafft, wieder tatsächlich dann auch Ergebnisse zu liefern, uns zu stabilisieren, Mannschaftsfindungsprozess voranzutreiben. Und da hat der Carsten einen maßgeblichen Anteil daran. Und wir deswegen der gemeinsamen Überzeugung sind, dass auch dann bis zum Ende der Pflichtspielzeit dann mit dem Spiel Borussia Bautzen auch gerne so in der Konstellation so belassen wollen, um einfach dann auch die gefestigten und jetzt aktuell dann sehr stabilen Abläufe weiterhin beizubehalten. Weil ich glaube, dass Carsten gerade der Mannschaft gut tut mit seiner Ansprache, akribischen Vorbereitung auf die Spiele, Nachbereitung der Spiele und Trainingseinheiten und somit da jetzt absolut eine große Überzeugung da ist, dann Carsten bis zum Spiel gegen Borussia Bautzen, wie ich schon gerade erwähnt hatte, an den Posten zu belassen. Ja, vielen Dank, Matthias. Carsten, zufrieden damit? Ja, also erstmal danke auch an die Mannschaft, die es ermöglicht hat, dass ich heute hier überhaupt sitzen darf. Und am Tagesende ändert sich nicht an meiner grundlegenden Meinung. Es funktioniert nur zusammen und nur wenn wir alle, Mannschaft, Team hinter der Mannschaft, Fans, Sponsoren, alle, die irgendwo mit dem Herzen an dem Verein verbunden sind, einfach auch sich gemeinsam zusammenschließen und fleißig bleiben. Ich glaube, dann haben wir auch die Möglichkeit, auch hier weiter auch erfolgreich Fußball zu spielen. Und ich, wie gesagt, freue mich auf die Aufgabe. Ich habe ein tolles Team vorgefunden und möchte einfach meinen Teil dazu beitragen, dass wir vielleicht auch die nächsten Schritte auch einleiten können, die hoffentlich dann auch positiv verlaufen. Am besten schon am Freitagabend gegen den Halleschen FC, bevor wir zum Ausblick aufs Spiel kommen. Wenn es Fragen zu dem Thema gibt, dann diese bitte jetzt stellen. Dann arbeiten wir erstmal das eine Thema ab. Es geht los mit Michael Thiele für die Morgenpost und Tag 24. Ja, eine Frage an Herrn Heidrich. Wie sieht es dann nach dem Bautzen-Spiel aus? Wird man sich dann nochmal zusammensetzen, schauen, ob Carsten Müller dann auch darüber hinaus eine Lösung ist oder will man dann definitiv eine andere Lösung finden? Genau, wir werden es so machen, dass wir uns dann, dann zeitnah zusammensetzen, um zu besprechen, wie wir die Zeit danach dann planen. Um eine gute Lösung zu finden, weil Carsten natürlich dann auch im NLZ natürlich auch Tätigkeiten hat, die auch aus seiner Sicht bzw. auch aus Vereinssicht natürlich total wichtig sind. Und dort wollen wir eine gute gemeinsame Abstimmung hinbekommen. Michael Thiele macht weiter. Dort auch eine Frage, Nachwuchsleistungszentrum, wie wird das jetzt kurzfristig geführt? Also Sie brauchen ja dafür auch einen Leiter. Auch da sind wir in Abstimmung. Ich hatte es gerade schon gesagt, gibt übergeordnet natürlich ein ganz großes Vereinsinteresse, das NLZ und das, was Carsten hier aufgebaut hat, sehr, sehr gut weiter zu begleiten und auch dort eine stabile Abläufe weiterhin drin zu haben. Und es gibt auch eine ganz ureigene, Carsten, natürlich auch dein Bestreben, dort die Arbeit, die jetzt über 8 Jahre aufgebaut wurde, auch entsprechend fortzuführen. Ja, das kann ich wirklich auch nur bestätigen. Ich hätte das auch jetzt in der Form nicht weitergemacht, wenn ich nicht wüsste, dass ich mega cooles Team auch habe, das im NLZ arbeitet, das viele Arbeiten auch auf die Schulter genommen hat, um Freiräume für mich zu schaffen. Und da haben wir in den letzten Jahren ist echt was zusammengewachsen. Und deswegen werden wir sicherlich auch alles dafür tun, dass diese Arbeit dort auch erfolgreich fortgesetzt werden kann. Dann fragt Toni Thiele für den Mitteldeutschen Rundfunk. Glück auf. Matthias Heidrich, was haben Sie denn speziell für spielerische Entwicklungsschritte in den letzten 2 Partien wahrgenommen oder in den letzten Partien? Ich glaube, wenn man mal ganz blank schaut, 6:1
Tore. Torverhältnis, dann glaube ich, ist offensiv ein Ticken, was passiert. Wir haben auch eine Standardstärke entwickelt. Wir haben viele Torschützen, auch das ist einfach zu sehen. Und wir haben jetzt ein Gegentor bekommen, was wir auch noch dummerweise selbst gemacht haben. Von daher sind schon ein paar Themen. Wir schießen gerade Tore, das ist super. Wir bekommen wenige und das ist im Fußball schon mal die Basis, um Ergebnisse zu produzieren. Ich finde, dass man uns fußballerisch, gerade was so letztes Drittel angeht, auch Sachen erarbeitet haben, dort Abläufe dann integriert wurden und wir uns einfach eine Vielzahl von Möglichkeiten jetzt gerade auch in Oldenburg herausgespielt haben. Gute Basis, guter Weg. Ich hoffe, dass wir am Freitag noch den Weg weiter fortführen können, weil wir gerade am Anfang stehen, gerade was so die Mannschaftsfindung angeht. Ich hätte noch eine Frage. Carsten Müller, was ist denn passiert konkret im Verein, seitdem Matthias Heidrich da ist? Ja, seitdem der Matthias da ist, haben wir einen zusätzlichen Ansprechpartner, was den sportlichen Bereich betrifft. Der Matthias versucht uns in vielen Bereichen, was um die Mannschaft herum an Organisationen zu übernehmen, ist einfach auch den Rücken frei zu halten, sodass wir uns wirklich ausschließlich auf den sportlichen Bereich konzentrieren können. Und genauso wie es jetzt beim Philipp Riese ist, beim Werner Schauper ist oder beim Matthias, ist einfach so, dass es für mich persönlich wichtig ist, dass ich einfach auch, gerade wenn es denn darum geht, auf die Mannschaft, auf das Spiel vorzubereiten, auch unterschiedliche Meinungen letztendlich auch einhole, dass wir auch teilweise auch wirklich aus bestimmten Situationen heraus, aus bestimmten Blickwinkeln den Gegner betrachten. Und das ist eine enorme Hilfe, einfach auch erfahrene Leute an meiner Seite zu wissen, die sich dann einfach auch dort super einbringen. Dann kommt das Mikro rüber zu Thomas Reibetanz, der für die Freie Presse fragt. Ja, Frage an Herrn Müller. Haben Sie länger gebraucht, um darüber nachzudenken, ob Sie das jetzt weitermachen, weil ja der Druck ungleich größer ist, das öffentliche Interesse größer, also auch an Ihrer Person selber dann größerer Druck herrscht? Oder war Ihnen das gleich klar, dass Sie sagen, wenn ich die Chance kriege, mache ich weiter? Nein, es war mir nicht klar gewesen, weil am Tagesende habe ich ja auch gesagt, dass wir letztendlich auch eine Verantwortung nicht nur eben also für den Gesamtverein haben. Und da spielt das Nachwuchsleistungszentrum natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Habe also auch viele Sachen versucht, miteinander abzuwägen. Habe auch mit meiner Familie gesprochen. Den Druck an sich empfinde ich gar nicht. Ich empfinde eher Freude die ganze Zeit. Vielleicht liegt es auch ein Stück weit an den Ergebnissen, die wir bis jetzt hatten. Muss vielleicht die andere Erfahrung, kann ich auch gut und gerne verzichten, glaube ich. Aber nichtsdestotrotz war es dann natürlich auch nach den Gesprächen mit Matze auch klar, dass ich mich gerne auch dieser Verantwortung stellen möchte, weil wir müssen versuchen, wirklich in diesem Verein die Ruhe reinzubekommen, die wir brauchen, um sich weiterentwickeln zu können. Und daher ist es einfach auch wichtig, auch, dass die erste Mannschaft möglichst erfolgreich ist. Und ich möchte gerne auch meinen Teil dazu beitragen. Dann fragt noch Sebastian Durst für den Mitteldeutschen Rundfunk und wir reichen das Mikrofon gerne hoch zur Kamera. Herr Heidrich, Sie werden ja wahrscheinlich auch mit den Spielern gesprochen haben. Wie kommt denn so die Art von Carsten Müller bei den Spielern an? Ach, die kommt gut an. Die Jungs hören sehr aufmerksam zu. Und ich glaube, dass einfach dann der Carsten gerade den Nerv bei den Jungs trifft. Sehr akribisch, sehr detailversessen dann auch die Sachen mit vorbereitet und die Jungs merken einfach, dass sich um sie gekümmert wird und das sind vertrauensbildende Maßnahmen und die schlagen sie halt gerade dann in der Art und Weise, wie wir gerade Fußball spielen, dann auch auf dem Platz ganz gut nieder. Alles beantwortet, Sebastian Durst? Jawohl. Dann holen wir uns dann das Fragenmikro gerne wieder runter oder fragen nochmal in die Runde, ob es dazu zum Thema weitere Fragen gibt. Wenn das nicht der Fall ist, dann gehen wir nahtlos über in die Spieltagspressekonferenz, in die Vorschau auf das Spiel am Freitagabend gegen den Halleschen FC, 19 Uhr. Das Ganze unter Flutlicht, über 6.000 Karten sind bereits weg und wir alle sind voller Vorfreude auf das Spiel und lassen Carsten Müller jetzt mal auf das Spiel vorausblicken. Carsten. Ja, Freitagabend, 19 Uhr im Erzgebirgsstadion gibt es bestimmt schlechtere Sachen, die Jungs hätten erleben können am Freitagabend. Wir haben heute gerade die Möglichkeit auch nochmal genutzt, ein Stück weit das Spiel Oldenburg auch auszuwerten. Die Sachen, die gut gelaufen sind, aber die weniger gut gelaufen sind, auch nochmal den Jungs zu zeigen. Haben sicherlich auch nach wie vor die Situation, dass der Maxim halt auch gesperrt ist, dass
der Antonio eine Verletzung hat und dementsprechend nicht zum Einsatz kommen kann. Ansonsten hoffen wir wirklich sehr, dass wir gut durch diese Woche kommen und dann halt mit einem möglichst breiten Aufgebot in dieses Spiel gehen zu können und ja auch möglichst im Trainerteam dann die Entscheidung schwer zu machen, wer im Kader ist oder nicht. Du selbst, Carsten, warst gestern Abend beim Spiel Halle gegen Dortmund 2. im Halleschen Stadion, hast alles live gesehen, ohne dass du jetzt aus dem Nähkästchen plauderst. Was hast du gesehen und was sagt uns das? Ja, ich glaube, das ist ein ähnliches Spiel, ist letztendlich wie wir es auch oder wie ich es jetzt zweimal erleben durfte. Es sind enge Momente dabei, wo der Ausschlag so für Halle hätte passieren können, aber auch dann im Nachgegangen auch für Dortmund. Es muss sich alles auch hart erarbeitet werden. Die Hallenser sind dort auch immer wieder auch mit einer enormen Laufbereitschaft auch ja, in diesem Spiel auch aufgetreten, sicherlich auch gegen eine gute Dortmunder Mannschaft. Und ich möchte aber auch das eigentlich auch beibehalten, was wir jetzt in den letzten Wochen gemacht haben, dass wir sicherlich dem Gegner diesen Respekt zollen, aber immer nur durch unsere Leistung, durch unsere gute Leistung. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir bei uns bleiben, dass wir unsere Idee vom Fußball auch versuchen, auch im Spiel gegen Halle über die 90 Minuten einfach auch durchzusetzen. Und ich glaube, wenn wir das hinbekommen, dann haben wir auch die Möglichkeit, zumindest auch ein gutes Ergebnis zu erzielen, wie es denn auch immer ausfallen wird. Ja, da sind wir bei den Fragen zum Spiel der Veilchen gegen Halle. Sebastian Wutzler für die Bild. Ja, Carsten Müller, beim Training heute hatten ein paar Spieler gefehlt, unter anderem auch Steffen Nkansa und Dima Nassarov. Was ist mit beiden? Sind beide leicht erkältet und wir wollten da jetzt auch kein Risiko eingehen, weil wir heute auch eine sehr, sehr intensive Einheit auch hatten. Und von der Seite aus ist einfach eine Vorsichtsmaßnahme. Und hoffentlich sind die Jungs dann bald wieder da. Gibt es weitere Fragen? Wenn es die nicht gibt, dann ziehen wir es nicht ewig und unnötig hinaus. Dann bedanken wir uns fürs Kommen zur Pressekonferenz, für die Teilnahme an unserer Pressekonferenz. Wünschen dir und Carsten weiterhin eine gute Vorbereitung auf das Spiel am Freitagabend gegen den Halleschen FC. Aue gegen Halle. Den etwas älteren Menschen wird dann noch die DDR-Oberliga einfallen mit den vielen, vielen Derbys, die da gespielt wurden. Und das letzte Pflichtspiel oder Punktspiel gab es übrigens in der Saison 15-16 in der dritten Liga. Und das endete damals im März 16 hier in Aue 4-0 für die Veilchen. Wenn es ähnlich wird, dann sind wir sehr, sehr, sehr zufrieden. In diesem Sinne für heute Glück auf aus dem Erzgebirgsstadion und bis zum Freitagabend. Glück auf.